Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Smart. Mein Name ist Samuel Preuß und heute habe ich euch etwas ganz Besonderes mitgebracht. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich schon seit nunmehr als 5 Jahren für den HBRS, für den Hessischen Behindertensport- und Rehabilitationssportverband aktiv bin, vor allem im Bereich des Behindertentischtennis. Am vergangenen Wochenende fand ein Lehrgang statt in Kooperation mit Sport Grenzenlos und dem mehrfachen Paralympicsieger Holger Nikelis. Und als Überraschungsgast kam Abwehrass und deutscher Nationalspieler Ruven Vilus zu einer Einheit vorbei und hat den Jungs und Mädels, den Kindern und Jugendlichen Tipps gegeben, hat mit ihnen mittrainiert. 2 Stunden hat er mit denen mittrainiert, hat Autogramme gegeben, Fragen beantwortet und so weiter und so fort. Bei der Fragerunde habe ich spontan meine Handykamera gezückt und ein paar Aufnahmen gemacht. Daher an alle Ton- und Bildfanatiker, seht es mir nach, die Qualität ist nicht die beste, aber deswegen wollte ich euch die Aufnahmen nicht vorenthalten. Viel Spaß beim Anschauen! Aber nicht als Vollberuf, weil einfach dazu, die jetzt zuführen,
unterwegs, weil ich schon meine Familie schon selten noch gesehen habe und eigentlich nach der Karriere das nicht mehr so gerne machen möchte. Ja, also das ist ja jetzt den Verein, spielt ja wir Deutschen jetzt hier eigentlich meistens in unterschiedlichen Vereinen, aber auch in der Trainingsgruppe, wir trainieren miteinander, wir haben einmal pro Monat Lehrgänge zusammen und bei den Turnieren werden meistens offizielle Hotels angeboten, die auch viele nehmen, das bedeutet, man ist einfach zusammen da und jetzt, wenn die Deutschen da sind, spielen wir auch mal ein und versucht natürlich auch die anderen anzufordern, dass das funktioniert.